Grob. Bei diesem Auerhahn, als ich den geschossen habe, habe ich meine Frau kennengelernt. Bonita Grupp auf Geschäftsreise. Die Nachwuchschefin von Trigema ist zu einem Kongress in Heilbronn eingeladen. Ein Highlight. Heli statt Büroalltag. Für mich keine alltägliche Routine. Ich habe vielleicht ein, zwei Flüge im Jahr. Und dann ist es eigentlich schon schön, vor allem bei so schönem Wetter, jetzt hier auf die Alpen zu sehen. Was anderes zu sehen, ja, und ein bisschen rauszukommen. Den Helikopter nutzen normalerweise ihre Eltern für ihre Geschäftsreisen. Aber heute repräsentiert Bonita ja die Firma vor Hunderten von Leuten. Eher ungewohnt für die 34-Jährige. Natürlich, ich denke, eine gewisse Nervosität hat man vor jedem Auftritt. Aber es ist so, dass natürlich, desto öfter die Fragen kommen, desto routinierter man die Fragen hört, desto einfacher ist es dann natürlich auch. Aber es sind ja auch immer unerwartete Fragen teilweise dabei oder auch vom Publikum. Und da ist es dann, ist es manchmal nicht ganz so einfach. Angekommen bei den Heilbronner Retail Innovation Days. Jetzt muss sie liefern. Ja, herzlich willkommen. Ja, tut mir leid, die Anreise geklappt? Doch, alles heißt, einmal nachschauen. Vor der Bühne erwarten wichtige Unternehmer und Händler den Auftritt der Grupptochter. Kann ich das hinter mich legen oder weil sonst muss ich das irgendwie? Ja, das können Sie. Also ja, das ist natürlich. Das kann man im Prinzip dann einfach. Wenn das Mikro kommt, wird es ernst. Aber Bonita Grupp ist gut vorbereitet und wenn sie was von ihrem Vater hat, dann das rhetorische Talent. Okay, jetzt komme ich noch mal. Sind wir beide Ohren? Müssen Ja. Also ich denke mal nicht Naturtalent, aber so, es sind natürlich Themen, die wir natürlich intern auch immer besprechen und die wir natürlich auch vorher, wenn wir die Themen wissen, in der Familie besprechen, was können wir da noch sagen. Aber es ist ja auch so, es ist ja auch aus dem Alltag raus, ja, und natürlich ist man nervös davor, aber Trainings an sich hatten wir für den Bereich nicht. Jetzt sind Konzentration und Eloquenz gefragt und die immer gültigen Tugenden ihres Vaters Wolfgang Grupp. Man muss diszipliniert sein, strukturiert sein, muss, sag ich mal, ein gewisses Vorstellungsvermögen haben für gewisse Dinge, die man vielleicht investieren möchte oder sich vornimmt, aber die noch nicht da sind, ja, mit offenen Augen so durch den Betrieb gehen, aber auch durch gewisse Bereiche, die dann auch extern betreffen, auch Ideen, die man einfach überall aufschnappt. Dass es dem Kunden wirklich bei der Kaufentscheidung wirklich den Ausschlag gibt. Also wir haben schon, wie gesagt, gemerkt, dass in den letzten Jahren gerade auch der Bereich Biobaumwolle stärker nachgefragt wird. Inwieweit es jetzt natürlich auch in Zeiten von Inflation anhält, wissen wir auch nicht. Jetzt noch ein bisschen Smalltalken und Beziehungen aufbauen. Doch, ist schon immer interessant, auch dann wieder andere Perspektiven zu hören. Genau, also ich bin jetzt nicht so die große Networkerin, aber es ist immer ganz nett, auch so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Im Unternehmen leitet Bonita Grupp den Onlinehandel und die Personalabteilung. Viel Verantwortung. Seniorchef Wolfgang Grupp sieht Frauen eher zu Hause, bei der Familie. Aber in Sachen Gleichberechtigung denkt sie sowieso ganz anders als ihr Vater. Gut, ich denke mal, dass sich die Standpunkte natürlich über die Generationen ändern. Und da weiß mein Vater auch, dass ich da ein bisschen anderer Meinung bin. Wobei, ich denke, meine Familie hat einen hohen Stellenwert. Aber heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass nur die Frau sich dann darum kümmert, sondern dass man da auch gewisse Kompromisse findet im Familienleben. Aber ich denke, da kommt es einfach auch auf die Generation drauf an, wie man geprägt ist. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Gell? Viel Glück, dass du brav bleibst. Also ich würde sagen, unsere Eltern oder waren immer schon Vorbild für mich. Also sage ich mal, erstens mal Vorbild, wie sie miteinander umgehen, dass sie beide so eng zusammenarbeiten, dass sie immer füreinander da sind. Und aber insgesamt auch natürlich, wie sie natürlich schon immer auch, sage ich mal, vielleicht auch
die das Berufliche mit dem Familiären verbunden haben, so wie sie einfach auch zusammenarbeiten und ja, auch uns als Kinder, sage ich mal, immer schon mit in den Berufsalltag mit eingegliedert haben. Ja. Bisher hatte jedes Familienmitglied seine Position. Noch, bald ändern sich die Vorzeichen. Ich denke, das ist sein Lebenswerk, ja. Und ich meine, so ein Lebenswerk in solche Fußstapfen zu treten, ist für uns nicht einfach. Ich weiß, es sind große Herausforderungen, die vor uns stehen und ich habe auch Demut vor der ganzen Aufgabe, aber ich denke, man muss es auch mit einem bisschen positiven Mindset angehen. Wird Bonita Grupp die Geschäftsleitung übernehmen? Mein Bruder und ich haben auch nichts dagegen, das gemeinsam zu machen. Ja, also wir verstehen uns gut und wir können es uns auch durchwegs vorstellen. Nach dem Wunsch ihres Vaters soll nur einer von beiden übernehmen. Aber vielleicht gibt's noch einen Plan B. Wolfgang Grupp Junior hat den Bürgermeister von Burladingen zu Besuch. Es geht um Fachkräftemangel und gestiegene Energiekosten. Und deswegen hatten wir natürlich auch sofort reagieren müssen. Und da war natürlich das sicherlich mit die schwierigsten Dinge, wie kriegen wir das im Griff. Ja, so, weil wir können die Preise ja auch nicht so hoch machen, kauft ja keiner mehr. Ja. Grupp Junior muss jetzt zeigen, was er drauf hat. Schon früh wollte er Verantwortung übernehmen. Heute kann er seine eigenen Ideen realisieren, zum Beispiel das Trigema-Dorf, viele kleine Tiny Houses, Wohnraum für zukünftige Mitarbeiter. Da muss man einfach auch, sage ich mal, zukunftsorientierte Gedanken, so wie Sie die jetzt auch entwickelt haben, gemeinschaftlich auch denken und voranbringen, damit wir den Wirtschaftsstandort, aber auch den Wohnstandort bei uns in Burladingen attraktiv halten können. Ich sehe es ja immer so, wenn wir jetzt anfangen, ein sogenanntes Trigema-Village zu machen, dann ist es ja immer noch, ist es ja immer Teil der Stadt Burladingen und da ist es uns ja immer lieber, die sind auch mit einverstanden. Immer anwesend, der Vater. Von seinem Schreibtisch aus hat Wolfgang Grupp Senior gut im Blick, wie sich sein Nachwuchs schlägt. Als König von Burladingen braucht er einen würdigen Thronfolger. Also ich bin definitiv nicht der Prinz und ich glaube auch meine Eltern würden sagen, dass sie sich selbst nicht als König bzw. Königin von Burladingen bezeichnen würden. Wenn, dann ist der Herr Licht der Prinz und ich nicht. Ja. 5 Minuten noch Zeit. Eine Frage geht noch an den Senior. Wenn Sie 5 Minuten für mich hätten noch. Ich habe für Sie 6 Minuten. Ja. Ah, das ist natürlich hervorragend. Es werden deutlich mehr als 6 Minuten, denn Wolfgang Grupp Senior kommt immer gleich mit dem großen Ganzen. Heute die Weltlage. Mit der Krim, ja, Übernahme, hat Putin sein wahres Gesicht gezeigt. Damit hat der Bürgermeister nicht gerechnet. Oder doch? Wolfgang Grupp Junior jedenfalls kennt seinen Vater. Sie wissen, ich sage jetzt mal, wenn der Russe an die mexikanische Grenze kommen würde, dann ist die Frage, was der Amerikaner machen würde. Grupp. Er ist ja jetzt in seinem 81. Lebensjahr, hat natürlich eine extreme Erfahrung. Ich glaube aber gerade zu unternehmerischen Punkten oder auch betrieblichen Sachen kann man auch seine Meinung äußern. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht in eine Kultur kommen, wo sich keiner mehr traut, was zu sagen. Klar, mir wäre es auch am liebsten, wir würden da Frieden mit den Russen machen, alles. Aber ich hoffe so ein bisschen, dass es da Leute in Berlin gibt, die auch wissen, warum sie das machen und alles angucken. Ja, so, ich habe die Hoffnung in unser politisches System noch nicht ganz aufgegeben. Ja. Die 4. Generation ganz klein. Wolfgang Grupp Junior kennt die Firma in- und auswendig. Seine Welt hat hier begonnen. Früher mit den Mitarbeitern als kleines Kind war ich im Büro. So, und da ist man mitgewachsen, sage ich mal. Und irgendwie war es immer mein Wunsch, ein Teil dieser Firma irgendwann sein zu dürfen. Und da sieht man dieses Verantwortungsthema eher als positive Pflicht an. Heute managt Grupp unter anderem die Energieversorgung. In Krisenzeiten plötzlich ein zentraler Job. Und seine Ehrfurcht von damals ist geblieben. Es war für mich als Kind faszinierend und ist immer noch faszinierend, bis man dann irgendwie überhaupt die Energieversorgung und auch überhaupt das endgültige Teil, T-Shirt rausbekommt. Selbst versteht man das auch nur halb, aber ja, ist zumindest riesig. Riesig ist auch seine Achtung vor den Eltern. Du bist unser wichtigster Mentor. Ich blicke auf meine Eltern mit natürlich sehr viel Bewunderung und natürlich ist da auch Stolz mit dabei und ich glaube mit sehr viel Respekt auch, weil ich glaube, sie haben in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass in einer sehr schwierigen Branche es noch machbar ist, auch nachhaltig am Standort Deutschland zu produzieren.
Und ich glaube, die Fußstapfen sind sehr, sehr groß und werden sicherlich auch nicht zu füllen sein. Aber wir werden unser Bestes geben. Das Entscheidende kommt erst, wenn in schwierigen Situationen, wie man dann das Schiff lenkt. Und das muss man mal sagen, haben sicherlich meine Schwester und ich noch nicht bewiesen. Deswegen wird sich das erst zeigen, ob wir es können oder nicht. Bald haben Sie Gelegenheit dazu. Denn die Nachfolge steht an. Zweimal im Jahr besucht Elisabeth Grupp jedes der Trigema-Testgeschäfte. Diesen Laden in Wehr gestaltet sie ganz neu, so wie sie es für richtig hält. Frauen mögen gerne Selbstständigkeit. Ja. Nein, das ist so. Bei Ihnen auch so. Ja, das ist auch so. Ich wurschtel gerne selber vor mich hin. Ja, also ich möchte gerne, so quasi jeder Laden muss so etwas die Handschrift von mir haben. Und die sieht so aus. Ich möchte es immer sehr, sehr, sehr korrekt eben die Farben untereinander sortiert haben, dass die Farben von hell nach dunkel gehen und dass die Rottöne zusammenliegen, dass die Grüntöne zusammen sind. Das ist so etwas, also ich mag jetzt so eine Platte nicht sortiert, ist nicht meins. Ja. Mhm. Elisabeth findet ihre Aufgabe im Unternehmen mit der Pleite mehrerer Großkunden. Die Firma eröffnet eigene Testgeschäfte. Und schnell ist klar, wer die leitet. Und es war für mich eine absolute Chance, dass ich eben auch niemanden den Platz im Unternehmen weggenommen habe, sondern einfach mein eigenes Geschäftsfeld aufbauen konnte. War eine Riesenchance, ja. Eigentlich will sie Ärztin werden. Aber als sie ihren Mann kennenlernt, gibt sie ihr Studium auf, verlässt ihre österreichische Heimat und zieht auf die Schwäbische Alb. Ich sage immer, jede Arbeit hat etwas Schönes. Und man findet auch in jeder Arbeit. Man lernt nette Leute kennen. Man hat einfach, wie gesagt, auch hier den Kontakt zu den Kunden. Also es fehlt mir nichts in meinem Leben. Obwohl ich vielleicht mein Studium aufgegeben habe, aber es fehlt mir nichts. Ja. Und den Arm kann man da herausnehmen? Den Arm dürfen Sie hier einfach, warten Sie, den Arm können Sie hier einfach. Das ist relativ schwierig, eine sitzende Puppe anzuziehen. Okay, ja, so. Und dann sage ich immer, ich mache den Arm immer gern von oben nach unten wieder rein. Aha, so, dass man so reingeht. So, genau. So. Und deswegen heißt das ja auch Testgeschäft, weil wir das hier auch testen. Wir sehen ja dann, nimmt der Kunde es an oder nicht. Und wenn der Kunde das, wenn wir sehen, der Kunde nimmt es an, so. Dann geben wir das in die größere Produktion rein. Elisabeth Grupp braucht Action. Sie liebt es, unterwegs zu sein. Büroarbeit ist für mich gar nichts. Ja. Aber ich muss sie machen, aber ich bin lieber vor Ort. Also ich bin mehr, also nicht ein Theoretiker, mehr ein Pragmatikerin. Sie schätzt den Umgang mit den Kunden und die kommen gezielt hierher. Wir machen es Ihnen gerne auf, Frau Pintermann. Sie ist dem Herrn kurz. Für sie ist Trigema fast schon Kult. Oh, ich finde immer was und was Gutes für Sport. Qualität. Ja. Sie ist blond. Landet da mit dem Hubschrauber oder ich weiß es gar nicht. Die Tochter ist blond. Ich kenne sie vom Fernsehen. Ja, ich bin eine Mutter von 3 Kindern und die Waschmaschine läuft dauernd und dann merkt man das schon, den Qualitätsunterschied. Also einfach, dass das Gewebe länger hält, dass die Farbe länger hält. Die Mitarbeiterinnen sind schon lange hier. Ihre Chefin ist ihnen vertraut. Das Zwischenmenschliche und nicht immer so das Gefühl von oben runter und so. Und wir können auch mit ihr über alles sprechen. Also da sind sie schon sehr präsent und sie kennen halt auch jeden Mitarbeiter. Da kommt nicht irgendwie ein externer Manager, der verkauft an Chinesen oder an Japaner. Und man weiß selber nicht, wo man dann bleibt. Sondern bei uns weiß man, dass es kontinuierlich weitergeführt wird. Jetzt kommt der Chef und Ehemann. Er will sich anschauen, was seine Frau geschafft hat. Es ist ja immer noch die Firma meines Mannes und im Zweifelsfall ist es mein Mann, aber im nächsten Fall ist es auch mein Chef. Und wenn ihm etwas nicht passt, dann muss ich es ändern. Also das hat jetzt nichts mit Kontrolle zu tun, es hat einfach mit einer Rückversicherung zu tun, passt oder passt es nicht. Da habt ihr ja genug. Ja.
Also die habe ich jetzt auch schon zurückgenommen. Man muss auch immer wissen, ich war damals 19 Jahre alt. Ja. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, ob das Bullerdingen ist oder ob das irgendeine andere Stadt ist. Also ich sage immer wieder, wenn er jetzt Schrauben produziert hätte in Djibouti, wäre ich wahrscheinlich hätte ich Schrauben in Djibouti produziert. Da habe ich es jetzt so angeordnet, wie wir es in Weidnach gemacht haben. Also immer mit Wolfgang Grupp Senior verlässt sich hundertprozentig auf seine Frau. Auch bei der Entscheidung über die Nachfolge. Es ist einfach eine Entscheidung, die, glaube ich, gar nicht so sehr ich treffen muss, sondern die unsere Kinder unter sich ausmachen werden, weil sie sich mögen, weil sie gut zusammenarbeiten und weil sie das schaffen werden. Also ich glaube, diese Herausforderung werden sie schaffen. Es wird einfach etwas anders werden, aber wir werden trotzdem und mein Mann wird trotzdem an den Entscheidungen noch immer teilhaben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir brauchen das auch. Also, nochmal zum Wohl. Zum Wohl. Auf ein gutes Weitergelingen. Das Wetter spielt nicht mit. Der Helikopter kämpft sich durchs Gewitter. Wolfgang Grupp landet dennoch rechtzeitig in Isny im Allgäu. Er ist eingeladen, bei einer Zunftfeier eine Rede zu halten. Ich erzähle ein bisschen, wie ich in 54 Jahren versucht habe, meine Aufgabe als Unternehmer in unserem Betrieb wahrzunehmen und vor allem die Verantwortung für meine Mitarbeiter zu übernehmen und mit denen die durchzuführen. Denn die tragende Säule bei uns sind die Mitarbeiter. Der Empfang für ihn ist mehr als herzlich. Alle wollen ihn begrüßen und dann erstmal ankommen und anstoßen. Ja, ich trinke ja, natürlich stoße ich an mal oder so, aber ich war nie in meinem Leben betrunken, ob Student nicht oder nie. Und ich könnte jederzeit nach jeder Einladung, auch nachts, nach Mitternacht, das Auto selber fahren. Weil ich alkoholmäßig, das ist nicht meine Welt. Grupps Ansprachen dauern normalerweise eine Stunde, mindestens. Diesmal hat er nur 20 Minuten, deshalb beschränkt er sich auf ein paar Häppchen, die immer gerne gehört werden. Als ich in die Firma kam, 26 Textilfabriken in Bollerdingen selber und 25 sind Konkurs gegangen. Aber nicht, weil der Standort Deutschland schlecht war, sondern weil die Unternehmer den Wandel der Zeit nicht erkannt haben. Wir brauchen den ehrbaren Kaufmann, der Verantwortung übernimmt für sein Tun und der die Haftung auch übernimmt für das, was er tut. Haben wir tatsächlich noch einen Rechtsstaat oder ist der Anständige längst der Dumme? Seine Botschaft kommt an. Das ist der Anstand der Zuhörer, dass die Klatsche wichtig ist, was sie reden, wenn ich nicht mehr da bin. Dann kommt die Wahrheit zu dir. Der Dienst ist getan. Jetzt geht es zur Entspannung zum Feriendomizil der Familie, wo sie gerne ihre Wochenenden verbringen. Hier kommt Wolfgang Grupp gut runter. Wenn Sie jetzt auch aus dem Zelt kommen und dann hier, dann ist das natürlich ein Unterschied. Ja? Ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste. Ich sag mal, es hat mich ja auch natürlich das Programm jetzt alles, das und das und es muss klappen und Sie müssen pünktlich sein und Sie haben 20 Minuten und das sollte ich natürlich jetzt nicht Unwichtiges, sollte ich das sagen, dass die Leute auch, also das ist, ich bin konstant gefordert. Aber hier hat er Zeit für sich und sein Hobby. Bei diesem Auerhahn, als ich den geschossen habe, habe ich meine Frau kennengelernt. Also hinterher, nach der Jagd. Da ist er auf einen Kaffee bei seinem Schwiegervater in Spe. Und habe gefragt, ob ich das Töchterchen mal nach Deutschland einladen darf. Und hat er gesagt, da müssen Sie unsere Tochter selber fragen. Und so gab es dann. Das ist 1986. Im gleichen Jahr kauft er sich dieses Anwesen. Wir sind jetzt hier im Jagdhaus. Mhm. Und wir fahren jetzt hier, das ist der Besitz. Und wir fahren hier in die Alpen. Das gehört ja alles Ihnen. Das hier. 400 Hektar. Mhm.
Auf dem Weg, den er selbst gebaut hat, trifft Wolfgang Grupp einen weiteren Angestellten, der ihm bei Verwaltung und Pflege seiner Ländereien hilft. Denn Grupp ist nebenberuflich Land- und Forstwirt. Das ist ja eine Aufgabe, die ich dann mir selber dazu erworben habe. Und das ist aber jetzt keine Aufgabe, wo ich sage, die würde mich 100% auslasten. Von dieser Alpe aus geht Wolfgang Grupp auf die Pirsch. Ich gehe natürlich abends und morgens auf die Jagd. Und dann sitzt man gemütlich beim Frühstück. Und das ist schön, da wird die Familie gepflegt. Und dann kommen meine Kinder, sind ja auch oft dabei. Und meine Frau ist normal immer dabei. Und dann unterhalten wir uns. Wir machen das, man spricht, was man so zu tun hat. Und man spricht über das Geschäft und alles. Aber es ist, die Hektik ist raus. Und trotzdem ist es immer dabei, das Geschäft. Zumindest gedanklich. Und zurzeit noch häufiger wegen der Nachfolge. Welches der beiden Kinder soll's machen? Weil ich aus Steuergründen es ja nicht einem geben kann. Da muss ich ja, weiß Gott, was, dann habe ich ja die Freibeträge nicht. Wenn ich drei, meine Frau wird beteiligt sein und meine Kinder werden beteiligt sein, so ist es jetzt ausgedacht, dass die das zusammenkriegen, da habe ich auch kein Problem. Das, was ich meine, könnte ja sein, wenn eine Generation weiter ist und Fremde in die Familie kommen und so weiter. Aber das müssen dann meine Kinder entscheiden. Aber erstmal geht's um seine Nachfolge. Lisa Bonanno schafft seit 38 Jahren bei Trigema. Ihre Familie ist mit der Firma eng verwoben. Also meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, älteste Schwester. Mein Bruder, wir haben alle bei Trigema gearbeitet. Und mein Mann hat auch eine Zeit lang hier gearbeitet und hat auch hier sehr gern gearbeitet. Lisa Bonanno schafft auch gern hier. Genauso wie die Brüder Mohammed und Adnan aus Syrien. Sie haben schon an vielen Orten geschneidert, aber unter anderen Arbeitsbedingungen. Bei uns sind 10 Stunden wir arbeiten. Und Türkei hat so viele Stunden arbeitet. Jeden Tag, aber in Deutschland Trigema, 8 Stunden ist sehr gut. Ich finde, das ist schön. In Syrien gibt es Krieg jetzt und ich bleibe im Trigema, weil der Chef hat uns viel geholfen, hat Wohnung gefunden. Es gibt ja Firmen, da kennt man ja die Chefs ja gar nicht. Die befinden sich, was weiß ich wo, in Amerika oder wie auch immer. Unsere Chefs sind hier im Haus. Und wenn was ist, dass man in irgendeine Situation nicht weiterkommt, dann weiß ich ganz genau, ich kann hochgehen zum Chef und die hören mir zu. Und dann ist das Problem gelöst. Ganz einfach. Sie kann es gar nicht glauben, dass Grupp Senior die Geschäftsleitung jemals abgibt. Schade. Schade, aber da hat man keine Bedenken. Weil ich denke, dass Frau Grupp und natürlich, er bleibt hier im Geschäft und ich glaube nicht, dass er komplett zu Hause bleibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist sein ganzes Leben hat er hier verbracht, also mit Herzblut. Denn schon sein Großvater und Vater haben das Unternehmen geführt. Trigema gibt es seit 1919. Ein Großteil der Produktion war immer schon vor Ort in Burladingen. Alle Mitarbeiter, die seit 40 Jahren bei Trigema sind, lädt die Grupp-Familie in ihre Villa zu Kaffee und Kuchen ein. Auch hier nur Positives zur Firma. Es gibt wie überall ein Hoch und ein Tief. Ja, vielleicht eine Umstellung einmal oder so. Aber sonst im Großen und Ganzen schön. Ein Hoch ist, na, wenn es Lohnerhöhung gibt. Ja. Wie lange müssen Sie weiterarbeiten? Ist der Herr Grupp ein Beispiel für Sie? Also 81? Er arbeitet auf keinen Fall. Nee, also ich hoffe, dass ich so mit 65 so höchstens noch 5 Jahre arbeiten muss. Das ist ein langer Zeitraum, aber ich habe immer gerne bei Trigema gearbeitet. Der Herr Grupp, der hat ja mich als junger Mann hat er mich gefordert und ja, sein Vertrauen in mich gesetzt. Und von daher war das immer schön, ja.
Selbst der Betriebsrat ist zufrieden. Was soll ich Schlechtes sagen? Wenn die Firma schlecht wäre, dann wäre ich nicht 45 Jahre da. Die wissen, dass sie das öffentlich bringen. Ne? Sagen die meine Sünden nicht so laut. Und selbst die, die gerade anfangen, sind schon überzeugt. In Herr Krupp, es ist ein Mann, der sein Versprechen hält und sein Wort hält. Wenn er was sagt, dann macht er es auch. Oder sorgt dafür, dass es gemacht wird. Kadir wirbt auf der Azubi-Messe in Hechingen für seine Firma. Wie viele Unternehmen hat auch Trigema Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden. Aber die Marke zieht. Man hört halt einfach von der Firma. Sie ist auch sehr bekannt, weil sie 100% in Deutschland produziert, nachhaltig ist. Und dann dachte ich, ich versuche mal mein Glück und bewirb mich da. Wurde auch angenommen. Bin jetzt im dritten Lehrjahr, im Abschlussjahr. Und hoffentlich wird man auch übernommen. Der Einstiegslohn ist heute besser als der, den Lisa Bonanno anfangs bekommen hat. Inzwischen ist sie aber ganz zufrieden mit ihrem Gehalt. Unser Chef hat uns auch schon die gesetzliche Lohnerhöhung gegeben. Das ist okay. Und dann kommt es drauf an, das entscheidet dann die Abteilungsleiterin, ob diejenige dann hochstockt ein bisschen oder nicht. Gell? Jeder hier weiß, nur Leistung zählt. Wer sich nie krank meldet, wird mit Gutscheinen belohnt. Wo ich mehr wie richtig finde. Weil, ja, also man ist auch froh drüber. Und mit diesem Gutschein von 50 Euro, entweder man tankt dafür oder man kann sich was von Trigema, im Trigema-Shop was raussuchen. Was die Zukunft angeht, macht sich Lisa Bonanno keine Sorgen. Wir lassen uns überraschen, aber und die Frau Grupp macht es auch immer ganz toll und sie steht ja hinter der Firma und das ist uns sehr wichtig. Also für mich gibt es jetzt keinen Unterschied. Ah, ich möchte eher, dass die Bonita das übernimmt oder der Wolfgang das übernimmt. Nein, weil ich glaube, sie machen beide ihre Sachen ganz toll. Wer von den beiden? Oder doch gemeinsam? Die Zukunft wird's zeigen.